Es geht hier um Tausende, die fehlen, nicht um 200. Sorry, aber da muss ich halt irgendwie sagen. Wir müssen mal personaltechnisch ein bisschen ausdünnen hier. Ist zwar jetzt auch nicht. Ist zwar eigentlich ist keine schöne Lösung, aber irgendwie muss ich ja Sachen. Irgendwo muss ich ja jetzt Geld sparen. Da wird das ja jetzt alles so künstlich verknappt haben. Müsste das ja vielleicht sogar helfen. Auch wenn ich es Quatsch finde. Ihr wollt mehr trinken, ja? Wir haben drei Verkäufer, haben wir noch, dann. Ja, viele meiner Verkäufer wurden ja auch gerade leider gekündigt. Geben wir euch halt 160. Dann sind die Diebstähle sehr hoch. Ich krieg die Krise, ey. Nicht das Problem, ich kann neue einstellen. Also, um ehrlich zu sein, das ist nicht das Problem. Wenn die kündigen, die müssen nur frühzeitig kündigen. So dass ich Bescheid weiß, dann ist das nicht das Problem. Sind wir bei 2000 gleich. Ja, dann ist der Grottenblitz kaputt und dann sind wir bei gar nichts mehr. So, hier wird sich beschwert, dass die Preise zu klein sind. Dann machen wir mal 8 draus. 10 draus. 8 draus, 9 draus. Gott, Blitz hat ein Problem. Ja, ich weiß, dass es ein Problem hat. Ich kann es ja aber halt nicht ändern, ne? Dann ist aber für den Mai auch wieder alles für ein Popo eigentlich vom Gewinn her, oder? Nee, es geht bis jetzt. Wenn jetzt die Achterbahn richtig anläuft. Wirklich preiswert, denken die immer noch. Machen wir mal 18. Sorry Leute, aber wenn ihr da reingeht und überlegt, dass es preiswert ist, dann muss ich mir überlegen, dass ich die teurer mache. Weil wenn ich die teurer mache, habe ich davon auch mehr. Die Frage ist nur, wie viel mehr, ne? Und ab wann ist sie zu teuer für euch? Weil 18 ist natürlich für manche schon hart an der Grenze. Sieht so aus, als wenn die da immer noch gut reingehen, auch wenn ich das zu teuer mache, in Anführungsstrichen. Und als ob sich dann immer noch zwei Züge lohnen würden. Das ist gut. Dann lassen wir es mal bei 18.
Ich meine, letzten Endes. Nee, ich möchte kein Sicherheitspersonal einstellen, auch wenn das echt nett ist, aber. Also, wenn das immer gut ist, wenn man Sicherheitspersonal hat, aber ich kann es mir nicht leisten. Ja, natürlich, jetzt gehen auch noch die ganzen Sachen kaputt. Ich sag mal so, in dem Moment ist natürlich doof, ne? Was können wir denn noch bauen, wo die Leute reingehen? Hier gehen sie eigentlich auch rein, ne? Das ist natürlich jetzt hier mal ein bisschen, sag mal, kritisch, weil. Ich möchte natürlich die Wege nicht so lang machen. Aber irgendwie muss ich ja jetzt hier was machen, ne? Der ist mir auch zu lang. So bin ich ehrlich. Auf der einen Seite regt es mich total auf, dass ich nicht so lange Wege platzieren kann. So gut hier. So, warte mal, das machen wir doch jetzt, wenn wir vernünftig haben. Hey! Ich hasse einfach alles, ne? Ich bin ehrlich, ich finde es einfach nicht lustig. Es ist einfach auch nicht spaßig eher. So. 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 Vielleicht nach unten machen hier schon. So, Eingang, da, Weg mit Eingang. Da muss ja gar nicht so kompliziert sein hier, ja? Wollen wir mal gucken, wie teuer das ist. Das kostet schon 10, machen wir 12 draus, in der Hoffnung, dass die Leute halt da reingehen, ne? Also ich gehe natürlich zu bei 12.
brauche mich tendenziell mich nicht wundern, wenn da in diesem Park viele sagen, nee, da gehen wir nicht rein. Aber die Leute gehen rein, das ist gut. So, dann machen wir mal die künstliche Verknappung jeweils hier noch aus. Die halt irgendwie sowieso nicht da ist. Machen wir hier mal 11. Und hier können wir auch noch einen hochgehen, würde ich sagen. Machen wir mal 59. Okay, das ist auf jeden Fall auch beliebt. Das ist schon mal gut. Aber ich glaube, wenn ich jetzt halt... Ich habe halt jetzt das Problem, jetzt habe ich zu viele Fahrgeschäfte, ne? Zu viele für zu wenig Kunden, glaube ich. Und das führt dazu, dass eins davon auf jeden Fall Minus macht, oder? Ich habe keine Ahnung. Um ehrlich zu sein. Das macht ja so kein Plus hier, oder? Potenzieller Profit 76. 42. Wir lassen es mal. Vielleicht, wenn wir es schaffen würden, dass wieder mehr Menschen in den Park kommen. Irgendwie... Durst, ja, dann musst du was trinken gehen, mein Lieber. Also vom Profit her bin ich zufrieden. Jetzt muss halt nur irgendwie das hier noch. Also ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt noch mehr rausholen soll, um ehrlich zu sein. Ich speichere mal ab. Ja, speichern. Und ich gucke jetzt mal, wie sich Marketing ausübt. Ja, also tendenziell müsste das ja 1000 kosten, aber im Optimalfall spielt es ja mehr ein, als es kostet. Mal gucken, komme ich damit auf 600 Besucher? Das wäre meine Frage. Dann kommt hier mein Mechaniker auch noch. Denn meine Achterbahn muss natürlich funktionieren, sonst greift die Werbung nicht. Boah, ich finde das so schwer einfach, ne? Die Werbung bringt halt echt kaum was, ne? Hm.
Mit der kommen wir auf jeden Fall. Also die Werbung ist kompletter Mist. Möchte halt eigentlich möchte ich nur gucken, wie sich die Werbung auswirkt. Also ob wir näher an die 600 drankommen oder nicht. Oder ist die Deckelung bei 500? Nee, 600, ne? Wir kommen an die 600 ja gar nicht dran. Also selbst mit dieser gigantischen Marketingkampagne komme ich da nicht dran. Es passiert halt einfach gar nichts. Dann brauche ich auch nicht starten, wenn nichts passiert, ne? Parkladen. Wie mache ich denn das mit dem Gewinn? Ich habe keine Ahnung, Leute. Also mein Marketing-Trick funktioniert diesmal nicht. Was ja leider im gewissen Sinne auch logisch ist. Aber wie mache ich das? Also, meine Frage wäre halt, sind es schon zu viele Fahrgeschäfte? Also müsste ich rein theoretisch eins abreißen? Aber eigentlich müssten ja nur die Besucherzahlen hochgehen, ne? Ich habe einfach echt gar keine Ahnung, was ich machen soll. Bin ich eigentlich, ich weiß es nicht, was soll ich machen? Ich kann ja jetzt Kameras hinstellen, aber was bringt mir das? Ja, ist schön, dass sie kaputt sind, da kann ich jetzt auch nichts dran ändern, aber vielleicht geht so die Sicherheit hoch. Ich habe keine Ahnung. Auf 2300 Gewinn sind wir ja schon mal gekommen. Jetzt wird der Cube repariert und dann wird das letzte jetzt auch repariert, das ist mir schon klar, aber es bringt mir nichts. Also beziehungsweise bringt mir zu wenig. Naja, ich lasse es mal jetzt erstmal so laufen. Weil so richtig was anderes kann ich ja nicht machen.
Weil noch eine Attraktion bauen lohnt sich nicht, weil zu wenig Leute im Park sind dafür dann im Schnitt. Also das wird sich halt nicht lohnen, weil... Ja, wegen der Begrenzung auf 600 halt. Vielleicht können wir hier noch den... Ich weiß, es ist gemein, aber hier sind so viele Leute, wir machen mal hier auf 10. Wir machen das jetzt echt teuer, wo die Schlangen lang sind. Das ist mir auch egal, dann sind die Schlangen da halt danach ein bisschen kürzer, ja? Lange noch sehr lang, machen wir teurer. Ganz einfache Kiste. So, wir machen das jetzt so lange teurer, bis die Schlangen kürzer werden. Ich kann es mir sonst. Machen wir 12. So, immer noch preiswert, machen wir 12 draus. Ich möchte das so lange machen, bis da steht, dass es nicht mehr preiswert ist. Hier machen wir 19, so. Hier, die Schlange ist natürlich noch lang. So, und hier ist... Aber wie wird das nicht mehr preiswert? Hier denken sie immer noch, dass es preiswert ist. Machen wir 13. Muss ich meinen Gewinn halt so irgendwie hoch pushen? Ich finde die Taktik zwar eigentlich jetzt nicht so schön, aber... Da mir leider jetzt auch spontan nichts anderes einfällt, als die Preise anzuheben, bis es irgendwann passt, fällt mir leider auch nichts ein, ne? Da geht noch einer rein. Da gehen sie auf jeden Fall alle noch rein. Machen wir halt mal Schluss mit dem preiswerten Karussellfahren hier. Guck mal, die wird jetzt auf jeden Fall ein bisschen weniger hier. Also das wird ja... Machen wir 14. Die Achterbahn machen wir auf 20 hoch.